3 Hacks, wie du dein Gehalt oder dein Einkommen auch als Angestellter, wenn du von null anfängst, mit null Kenntnissen, mit null irgendwas, 3 Hacks, wie du dein Gehalt netto mehr als verdreifachst innerhalb von, ja, sagen wir, 2 bis 3 Jahren. Wenn dich das interessiert, dann bleib kurz dran, dann schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Bis gleich nach dem Intro. Hallo, grüße dich. Ich heiße dich herzlich willkommen auf meinem Kanal YouTube-Kanal Mission Millionär und von Klein Consulting und Coaching Services und heute mal für all diejenigen von euch, die noch ganz am Anfang stehen, dieses Video und hier mal 3 Hacks, wie du quasi von nichts, ja, also mit null Kenntnissen anfängst und ganz unten mit einem Minimumgehalt dich langsam hocharbeitest, das heißt, möglichst schnell hocharbeitest und dein Gehalt verdoppeln kannst. Und mit dieser Technik oder mit diesen Hacks, ja, oder mit dieser Methode kannst du das wahrscheinlich überall an alles anwenden. In meinem Fall geht es um Telesales. Also, als ich angefangen habe mit Telesales, dazu muss ich noch anmerken, ich habe die ersten 3 Monate über eine Zeitarbeitsfirma, dann wurde ich relativ schnell übernommen, weil ich relativ gut war. War mein erstes Nettogehalt, mein erster Monat war 1000, um die 1000 Euro. Ja, netto. Und man muss dazu sagen, in München ist es ungefähr so, als wenn du gar nichts verdienst, ja. Und ich kann mich erinnern, dass ich mir immer diese 1000 Euro damals über Randstad, das ist so eine Zeitarbeitsfirma, ich weiß nicht, ob es sie heute immer noch gibt, Randstad in München, ich musste mir diese 1000 Euro immer im Vorweg ausbezahlen lassen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich die 1000 Euro bekommen habe in den ersten 3 Monaten, hatte ich sie bereits ausgegeben, ja. Also keine gute Ausgangslage, ja. Und umso mehr motiviert war ich. Ich muss dazu sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch, war ich etwas jünger und unerfahren und hatte auch noch ein paar Schulden auch noch. Dann habe ich es geschafft, innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahre dieses Nettogehalt in dieser Telesales-Agentur, wo ich damals gearbeitet habe, in der Spitze 3.500 Euro netto zu verdienen. Ja, und das ist schon die Höchstbesteuerung, wo man da reinfällt. Also es sind so um die 60.000, 70.000 brutto. Und da geht schon los, dass man einfach auch sehr gut besteuert wird. Und ich war Single und nicht verheiratet. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier verheiratet gewesen wäre, hätte ich fast 4.000 Euro netto gehabt. Ich rechne immer Nettobeträgen, weil Bruttobeträge hören sich immer so unglaublich toll an. Ja? Und die Leute reden immer von Bruttobeträgen und Bruttoeinkommen und Umsatz. Ja? Ich rede immer ganz gern von Gewinn. Und wenn man das hier mal so, ich hatte ungefähr damals so laufende Kosten von 1600, 1500 Euro, auch nicht recht viel mehr. Und das heißt, ja, das waren ungefähr so Pi mal Daumen. Also ich hasse diese Pfennigfuchserei, sagen wir mal ungefähr 2000 Euro, die ich mir da im Monat weglegen konnte. Ja, also das war sozusagen Gewinn nach Kosten. Ja, du merkst schon, obwohl ich Angestellter war, rechne ich da wie ein Unternehmer. Und dann kommen wir auch schon gleich zum ersten Hack. Selbst als Angestellter arbeite immer und habe immer das Mindset wie ein Unternehmer. Mit anderen Worten, du bist ein Unternehmer im Unternehmen. Ja? Und wenn du so denkst und so arbeitest, dann ist es auch möglich, dass du selbst bei einer so, sagen wir mal, wirklich schlecht bezahlten Tätigkeit wie jetzt Telesales, sehr häufig, ja, also ich habe noch von keiner Telesales-Tätigkeit gehört, wo du ja, sehr viel Fixgehalt bekommst. Und hier war es auch so, dass das Durchschnitt von dieser Telesales-Agentur damals, das waren, sagen wir mal, so 50 an der Spitze, 70, 80 Mitarbeiter, da war das Durchschnittsgehalt ungefähr bei ja, so 1400 Euro netto bis 1500. Das heißt, ich hatte ja, gut doppelt, mehr als doppelt so viel wie der Durchschnitt. Ja. Und es war sogar so, und da bin ich heute noch ein bisschen stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, es war sogar so, dass ich jedes Quartal, ja, als ich dann so viel verdient habe, also teilweise so viel verdient wie, ja, also sozusagen der Bestverdiener war von der ganzen Firma, sogar besser wie irgendwelche Manager oder Teamleiter und so weiter.
Nur der CEO hat noch mehr verdient wie ich. Und dann wurde ich auch ab und zu immer wieder so in Quartalsweise, wurde ich dann immer wieder in Geschäftsführer-Meetings reinberufen. Ja? Und warum ich so viel verdiene und weshalb und so weiter. Ja? Also teilweise habe ich den Leuten auch zu viel verdient. Ja? Manche haben das positiv gesehen, aber es gab auch viel Neid. Ne? Und das irgendwann bin ich dann auch da weg. Ja? Und habe mein eigenes Ding gemacht. Aber was ich da nur sagen möchte damit, dass ich mir halt insgesamt dann nach den 2, 3 Jahren erstens mal meine Schulden abtilgen konnte, teilweise zumindest, und mir gleichzeitig Eigenkapital aufbauen, um mich dann eben selbstständig zu machen. Obwohl ich hier angefangen habe mit 1000 Euro netto und ich hatte von nichts eine Ahnung. Ich habe noch nie Telesales damals gemacht, habe noch nie Lead-Generierung gemacht, ich habe noch nie am Telefon irgendwas verkauft. Gut, damals vielleicht schon mal ein paar Sachen am Telefon gemacht, aber nie so wirklich professionell. Also ich habe ziemlich damals schon etwas länger her von null angefangen. Und das kann wirklich, also jeder, ne? Also wenn ich das kann, dann kann das auch vielleicht auch ein paar andere. Besonders talentiert, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Tätigkeit, wenn man dranbleibt, kann jeder lernen. Und hier möchte ich nochmal jetzt zu den Hacks zurückkommen. Also der erste Hack ist, ja, denke immer wie ein Unternehmer. Ja, selbst wenn du ein Angestellter bist und du denkst aber trotzdem wie ein Unternehmer in einem Unternehmen, dann kommt es letztendlich immer zugute. Der zweite Hack ist, wir haben in Deutschland um die 9 Feiertage. Und dann haben wir nochmal zusätzlich um die 5 Brückentage. Ja, also summa summarum haben wir ungefähr 15 Tage unter der Woche, wo man eigentlich, es hängt immer davon ab, wie die Feiertage fallen und so weiter, aber also um es besser rechnen zu können, einfach zu rechnen zu können. 15 Tage im Jahr unter der Woche, wo nicht gearbeitet wird oder wo viele nicht arbeiten, aber du theoretisch trotzdem was tun könntest. Und so habe ich das immer gemacht, die ganzen 3 Jahre durch. Selbst als Angestellter habe ich in diesen 15, habe ich immer versucht, möglichst viele von diesen 15 Tagen zu nutzen. Und jetzt mal umgerechnet, wenn du sag mal, du bist jetzt selbstständig und hast einen Bruttostundenlohn von 100 Euro, ja, also wie gesagt, du denkst immer als Angestellter auch wie ein Unternehmer, das ist sozusagen das Grundmindset, das du brauchst, ja, um dein Gehalt eben zu verdreifachen. Sag mal, du hast jetzt den Bruttostundenlohn als Selbstständiger von 100 Euro. Und du bist als Angestellter 15 Tage, ja, das sind dann einfach schon mal 1500 Euro. Ach Quatsch, 15.000 Euro. Ja, das sind 15.000 Euro, die sozusagen deine Konkurrenz nicht verdient oder nicht, das ist ein Wert. Ein zeitlich errechneter Wert von 15.000 Euro im Jahr, wo sozusagen alle anderen nicht verdienen, wo sie sozusagen Familie, Tage machen, irgendwie rumfaulenzen oder sich irgendwas machen, halt an den Feiertagen und an den Brückentagen auch noch und so weiter. Und du kannst locker an Feiertagen und Brückentagen auch arbeiten, wenn du das willst. Ja? Und ich komme noch gleich zu meinem nächsten Hack. Das betrifft die Sonntage. Ja? Also, hier. Warum ist es so wichtig? Jetzt sagst du zum Beispiel, okay, jetzt sagst du, okay, ja, aber, ja, an den Feiertagen, ja, da habe ich doch meine Family-Tage, na, und muss ich meine Eltern besuchen, dann muss ich meine Familie besuchen, dann muss ich Sachen mit meinen Kindern machen und so weiter und so weiter. An den Brückentagen, da gehe ich mal Skifahren, da gehe ich mal dahin, gehe ich mal dahin, gehe mal dorthin. Ja, genau das ist der Punkt. Ja, genau das ist der Punkt. Warum es einfach dir so einen großen, unglaublich wichtigen Wettbewerbsvorteil gibt, wenn du so denkst und so handelst. Und das war bei mir genauso. Ich war nämlich der Einzigste, ja, im kompletten Telesales-Agentur damals, in der kompletten Telesales-Agentur, der so gedacht hat und so gehandelt hat. Das heißt, ich habe letztendlich immer 15 Tage, sagen wir mal 10 Stunden, jetzt machen wir mal 10, wenn wir schnell rechnen können, das sind dann 100. 50 Stunden. Das ist ein Monat. Ich habe einen Monat im Jahr von Haus aus mehr gearbeitet als wie jeder andere. Ja, und dann habe ich nochmal über den ganzen Zeitraum nie länger gemacht, die eine Woche Urlaub im Jahr, obwohl ich 6 Wochen zur Verfügung hatte. Das heißt, ich habe dann nochmal
einen Monat zusätzlich gehabt. Das heißt, ich hatte insgesamt, das wäre sozusagen auch der nächste Hack, ja, nutze deinen Urlaub nicht für diese Phase. Du kannst dann irgendwann mal Urlaub machen, aber du willst dich ja, du willst ja dich kapitalisieren, du willst dich aufbauen und so weiter. Das heißt, ich habe im Jahr 2 Monate im Jahr, ja, 2 Monate im Jahr habe ich grundsätzlich mehr gearbeitet als wie der ganze Rest der Firma. Ja, wahrscheinlich sogar, ja, mit Ausnahme des CEOs wahrscheinlich. Okay. Das heißt, ich habe de facto gearbeitet wie ein CEO, ja, obwohl ich nur ein kleiner, popliger, in Anführungsstriche, Telesales Agent war. Und das Resultat davon war, dass ich letztendlich verdient habe, besser wie jeder andere, ja, nur ein bisschen schlechter wie der CEO. Ja. Und das wiederum hatte das Resultat, dass ich mir ein bisschen was aufbauen konnte, auch nicht nur an Kenntnissen und Skills, sondern auch ein bisschen an Kohle und so weiter, ein bisschen Puffer und so weiter. Und Leute, die dann sich selbstständig machen und dann plötzlich kein Geld mehr haben und Probleme oder nur noch von Hand in den Mund leben und so weiter, dieses Problem habe ich letztendlich dann nie gekannt. Der dritte Hack, was ich noch sagen möchte, ist noch was zum Sonntag. Und das habe ich von dem Typen hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Wie heißt der nochmal? Robert Kiyosaki. Dem sein erster Job, wo er richtig Geld verdient hat, war bei Xerox. Damals der größte Druckerhersteller in den USA. Und ohne das Buch gelesen zu haben, ja, ich habe das jetzt schon 10 Jahre oder 20 Jahre, das Buch. Das glaube ich 1900, 2001 habe ich das gekauft in New York. ist nach wie vor immer noch ganz gut, aber oder war das 2001? $19,95. Welche Ausgabe? Ja, ich war 2001 in New York, also muss 2001 gewesen sein. Und erst im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass er es genauso gemacht hat und deswegen immer der beste Salesman war von ganz Xerox, also nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Ich hatte es damals im Kleinen so gemacht. Ich habe mir bereits Sonntagabend, habe ich mich hingehockt und mir sozusagen meine Listen zusammengestellt und auch mental mich schon mal darauf vorbereitet, welche ich Montagmorgen Kunden oder Leads und Pipeline und so weiter im Sales ich anrufen werde. Das heißt, ich habe schon wieder am Sonntagabend, wo die meisten Tatort schauen, wo die meisten irgendwelche Soap-Operas schauen, ja, wo die meisten irgendwie keine Ahnung was machen. Ja, Sonntagabend, meistens sind Sonntage sowieso totlangweilig. Ja, also Sonntage waren für mich schon immer die schlimmsten Tage der Woche eigentlich, weil einfach alles geschlossen hat und einfach totlangweilig ist. Ja, vielleicht die Leute mit der Familie, die sind vielleicht, ist halt ein bisschen anders. Aber wenn du eben am Anfang und du hast auch keine Familie und so weiter, ja, und Freundin und so weiter, ja, zu viel von der ist wahrscheinlich auch nicht so nicht gesund, ja. Und dann kannst du die Sonntage ist der dritte Hack, ja, Sonntage nutzen, ja, nutzen, um dich schon mal vorzubereiten, dass du Montagmorgen gleich, ja, 110% anfängst, ja, zu arbeiten, wo die anderen noch 2, 3 Stunden brauchen, bis sie überhaupt richtig da sind vom Wochenende. Ich habe damals in der Telesales-Agentur, wo ich gearbeitet habe, da gab es Leute, die haben erstmal den kompletten Vormittag am Montag gebraucht, bis sie überhaupt richtig angekommen waren in der Arbeit, ja. Und das hat auch immer häufig damit zu tun, dass die Leute ihren Job eigentlich hassen, ja, und von daher sozusagen das ganze Wochenende dazu brauchen, benötigen, um letztendlich zu verdrängen, dass sie überhaupt einen Job haben, wo sie wieder am Montag wieder anfangen und arbeiten müssen, ja. Und ich hatte auch schon solche Jobs und das ist einfach Waste of Lifetime, ja, also Zeitverschwendung deines Lebens, ja. Okay. Das ist sozusagen mein Tipp, ja, wie du dein Gehalt mehr als verdreifachen kannst, egal mit was du anfängst, egal mit welchem Publikum Arbeit du bist oder was auch immer du machst, Telesales oder sonstiges, auf 3, 5 netto, das ist schon ganz ordentlich, will ich mal sagen. Und wenn du jetzt nicht unbedingt in München wohnst, so wie ich das damals auch schon gemacht habe, also sozusagen, wenn du irgendwo halt anders wohnst, kannst du da sowieso schon fast leben wie der King, ja. Im Vergleich zu allen anderen Telesales. Ich glaube, das durchschnittliche Bruttogehalt von Telesales ist, glaube ich, 2,5 in Deutschland.
Ja, und das ist netto ungefähr 1,7. Ja, wie auch immer, ist egal. Okay, ich denke mal, die Tipps sind rübergekommen und ich hoffe, dass ich dir vielleicht da ein bisschen Anschluss geben kann, was dazu nötig ist, ja, um letztendlich eine steile Kurve hinzukriegen in seinem Gehalt und alles andere, ja, und ein Startpodest sich aufzubauen, einen kleinen Puffer, um sich selbstständig zu machen, ja, und wer würde sich nicht selbstständig machen wollen, in der heutigen Zeit ganz besonders, und sein eigener Chef letztendlich sein. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, danke, bedanke mich recht herzlich, Daumen hoch und abonniert den Kanal, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Cheerio, bye bye.